hast du auch vergessen. Du hast mit dir ein Futter gegessen. Hier ist ein Futter. Da ist ein Futter. Doch. Ja. Guten Morgen, liebe Leute. Die ist gerade aufgewacht, hat Schokolade entdeckt. Darf ich ein Stück? Okay, eins. Kann man machen. Die Nuki ist schon fertig angezogen. Ich bin schon fertig angezogen. Und heute ist Montagmorgen und wir fahren gleich zur Schule. Nein. Doch? Was liegt heute an? Für mich? Hm? Ich gehe jetzt mit Blumen zum Kinderhaus. Gib mir ein Rezept. Schon mal gespannt. Ich habe ja gefragt im SPZ. Ja. Und der meinte, naja, das ist eigentlich Sache, die der Hausarzt oder Kinderarztausschuss macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es vorher noch nie gehört, dass man Willen aufschreiben kann. Das ist ein Ding, was alles gibt. Ja, also ich habe das ja auch. Windeln auf Rezept? Ja, aber auch nach einem bestimmten Alter. Ne? Ab einem bestimmten Alter, ja. Wir warten gemeinsam, ihr kennt's. Auf den ersten Kunden. Heute ist miserables Wetter. Also ich bin sehr gespannt, wer sich heute hier verirrt in den Laden. Und ich weiß noch nicht, ob ich die ganze Zeit tatsächlich hier unten sein werde. Da kommt die Familie. Papa. Hau dir ab. Oh, Mensch. Wer ist das? Das ist der Bib. Was? Das ist der Bib. Was? Der Bib. Oh. Die Lumi muss zum Doktor wegen einem Windelrezept. Wir haben ja erfahren, dass man ab einem gewissen Alter und bei diesem vorliegenden Störung kann man die Windeln kriegt man auf Rezept. Und da wurde uns empfohlen, dass wir uns ein Rezept holen, einfach für die Windeln. Ich meine, da hätten wir nie dran gedacht. Also ehrlich, ich hätte nie gewusst, dass irgendwie oder gedacht, dass da einer die Windel bezahlt, bloß weil sie Windeln braucht immer noch. Nachts. Bloß jetzt. Ja, so, jetzt warten wir auf den ersten Kunden. Der hoffentlich kommt mit einem großen Auftrag. Und so, ach so, das MIFA. Ja, das MIFA, das war ja kein Neuaufbau, sondern das war ja einfach nur eine Reparatur. Der hat ja nur gesagt, naja, das ist ja total runter und er würde es gerne wieder schön haben wollen, sodass es fahrbereit ist. Das ging nicht um Neuaufbau. Das MIFA ist schon fertig. Das hat gleich den Tag gemacht. Habe ich auch in dem Video gezeigt. Also viel mehr ist ja nicht da zu machen. Er meinte nur, ja, 300 Euro, egal. Und dann meinte ich doch noch, die 300 Euro will ich gar nicht haben. Oder die 300 Euro kostet das nicht. Aber für, in seinen Augen waren das so ein 300 Euro. Die er so mitstecken muss, damit das wieder fährt. Das ist ja Quatsch. Nur ein Service. Sattel, Stütze, neu gebrauchten Lenker, neu gebrauchten Vorhof. Irgendwie alles so, dass es passt wieder. Ein bisschen alles einstellen, Kette schmieren, fertig. Neuer Reifen hinten, der war. Der Reifen musste der Schlauch. Das war teuer. Teuerste vielleicht von allen. Das sind aber im 100er oder so. Der sogenannte Aufbau, Neuaufbau, Umbau beendet. Bei Neuaufbau, das wollte er nur wieder nicht eigentlich. Also das habe ich ja auch gemeint. Ich meine, man kann es natürlich restaurieren. Da hat er dann auch zu mir gesagt, er hielt eh beschissen mit den Rädern um. Das ist eine ehrliche Aussage, was soll ich mal machen. Da bräuchte ich nicht irgendwie alles auseinanderbauen. Schön, hätte ich bei dem gemacht, klar. Die ganzen Schutzbleche abschleifen, neu lackieren, neu linieren. Das wäre geil, das würde richtig gut aussehen. Oh, nee. Das ist ja nicht wert, das ist ja Quatsch. Danach steht es wieder draußen. Und rottet vor sich hin. Das mag ich nicht.
Die Nori Laura hat 5 Minuten weg vom Block, mindestens. Also bis dann. Also bis gleich beim ersten Kunden oder beim Wolfgang oder bei, oder bei, oder bei. Mal gucken, was da kommt. Ne? Wolfgang! Ja? Die neuesten habe ich jetzt aber positiv. Da ist nicht mehr, da ist nicht positiv. Kalt ist es, wa? Hat der Schwager in Polen Drogen gekauft? Ja. Hat er doch Scheiße, Alter, wenn er nur Drogen gekauft hat, dann ist er ja nicht. Dann ist er ja. Er wollte Karstadt wieder umbauen, neu bauen. Ja, ja. Auf alt wieder bauen. Oh ja. Ich sag ja, du hast ja, das wird ja überall alles gebaut und verbaut. Da wird überall Millionen rein gesteckt und nochmal Millionen rein gesteckt und dann haben wir kein Geld mehr. Keine Neuigkeiten, Wolfgang, keine Neuigkeiten. Nee, war. Jo. Na, heute sieht es echt so aus, als wäre es ein Tag, wo gar nichts passiert. Auch nicht schlecht. Aber wir haben ja hier diese Draht, das sollte ja so gut wie verkauft sein. Allerdings quietschen hinten die Bremsbeläge, die wägt jetzt mal ein bisschen. Ach, Entschuldigung, ich muss immer aufschussen. Die Bremsbeläge quietschen ein bisschen. Die sind zu gerade dran, die muss ich ein bisschen schräg anstellen. Und dann schauen wir mal weiter. Oder beziehungsweise ein bisschen anschleifen vielleicht, das reicht ja manchmal schon. Hallo! Ich mach meinen Kinderarzt. Und was sagt er? Mama kommt doch. Ich bin geblitzt. Du bist so schnell gewesen. Bescheuert? Arsch. Wieso? Ja, weil sie irgendwie gar keine so richtig Ahnung hatte. Eigentlich wusste gar keiner irgendwas. Kennen sie alle nicht. Noch nie von gehört. Bei Asperger gibt's. Das gibt es nur bei organischen Problemen, da kennen sie, dass es nicht aufschreiben kann. Aber nicht bei nicht organischen Sachen. Er hat doch eine Diagnose, ja, aber das ist ja nichts Organisches. Und nun? Total geknackt. Ja, ich komme mir richtig abgeschoben vor. Ja, also dann müssen Sie noch mal ins Westend zum Kindernephrologen, dass ein Ultraschall von den Blasen und den Harnleitern gemacht wird. Was? Um erstmal auszuschließen, dass es nicht doch was. Ist doch nur nachts. Nicht doch irgendwas. Ja, und. Tja. Nicht doch was Organisches ist. Man könnte ja alles unter dem Deckmantel des Autismus natürlich jetzt aufschreiben, aber vielleicht übersehen das. Hat sie das gesagt? Hat der Arzt gesagt. Unter dem Deckmantel des Autismus? Genau, das so aufschreiben und dabei übersehen, dass es vielleicht doch was Organisches ist. Und man könnte ja erstmal probieren mit Klingellosen oder probieren nachts zu wecken oder sie einfach mal so schlafen lassen. So ein junger Arzt, er ist ja, dann wacht sie aber nicht auf, dann liegt sie die ganze Nacht in ihrer Zitzen. Das haben wir doch gemacht. Das ist doch bescheuert gewesen, sage ich dir. Das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich mit 6. Also nee, deswegen haben wir die Bindungssitze auch immer gekauft, deswegen war es ja auch kein Problem. Aber die von den NDK haben auch gesagt, dass wir die auch über das Rezept beziehen können. Deswegen bin ich ja da in Frage. Ne? Und für mich ist es auch nicht ungewöhnlich, weil bei meiner Tochter sagen sie ja auch zum Beispiel auf Klassenfahrt, wenn die Kinder noch nachts in Binde tragen, soll man Bescheid sagen, bis 8. Ne? Und dann, ja, also ihre Tochter trägt auch noch Windeln, ja, die Große. Ich so, nein, habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wenn da, dass da auch noch Kinder sind, die vielleicht Windeln tragen. Die haben das richtig alles so umgedreht, weil sie keinen Schimmer hatten. Ja, wir kennen uns da gar nicht aus, also wir wissen überhaupt nicht mal, wie wir. Ja, aber erzähl mal irgendeinen Scheiß, oder was? Jetzt haben sie mir in einem Monat einen Termin zum Ultraschall gegeben von der Blase. Das könnte dann der Clemens machen. Ist
Oder wollen Sie gleich ins West End? Ich so, naja, kann denn Clemens das dann entscheiden mit der Verordnung? Naja, also wenn er sagt, okay, dann schon. Aber ansonsten müssen Sie dann doch nochmal ins West End gehen zum Ultraschall. Haben Sie alle noch nie gehört? Wer denn alle? Das ist ja ein Vorlesungsraum. Total bescheuert gerade. Da bin ich bescheuert gefühlt. Bist du da eine Sonderausstellung gewesen? Ja, ich dachte, Autismus ist nicht mehr so selten, dass da sich überhaupt niemand auskennt. Ja, und wegen Windeln. Es gibt bestimmt noch mehr Kinder, die Windeln auf Rezept bekommen. Aber anscheinend war ich da irgendwie so ein Sonderling heute. Ich schreibe mal ins SPZ. Ja, schreib mal deine Lieblingsfolge. Luna hat sich nur versteckt die ganze Zeit. Wo, Luna, wo saßt du? Hinter den Stuhl. Was ist das für ein Scheiß? Ist hinter mir, ich habe auf dem Stuhl gesessen, ist hinter mir raufgeklettert in den Stuhl rein und hat dann hinter mir immer sofort. So. Ja. Und dann wieder weg. Und hat an mir gerupft und gerissen. Ja, mir ist weinen. Was soll denn? Was ist denn los mit dir? Das ist Autismus. Das ist die schärfste Spruch, das will ich echt sagen. Das will ich echt sagen, das will ich wirklich hinschreiben, klar. Wir sind voll die Betrüger, oder? Die Abzocker, die Greifer. Ja, stell dir mal vor, wir wollten nur Windeln auf Rezept, weil wir ja die Diagnose haben und unter dem Deckmantel jetzt alles abstauben wollen. Die nicht kaputt machen. Das ist eine französische Bügel, das ist eine originale alte. Die ist ganz alt, die ist so wertvoll. Ja, bitte. Ja, aber ist das so, ist das immer, wenn die Leute sich nicht auskennen, ne? Was soll ich dann West End? Ich hab keine Ahnung. Nee, schreib an diese da. Die sollen aber. Fragt er mich doch allen Ernstes. Ja, komm, was kommt jetzt noch? Wie lange das denn jetzt noch so weitergeht? Ich so, was meinen Sie denn? Na, wie lange sie denn jetzt noch nachts einpullern wird? Ich so, woher soll ich denn das wissen? Sag mal, was ist denn das für einer? Ist denn Ausbildung oder was? Woher soll ich das wissen? Alter, schön wert, wenn er nicht wäre. Ihr könnt mal aufregen. Ey, darfst du nicht die Sache? Und ich wusste überhaupt nicht, was er von mir wollte. Also haben die im SPZ nichts gesagt? Ich so, was sollen die mir denn da sagen? Diagnose ist gestellt, das hat die Leben lang. Hast du die mal aufgeklärt? Ich hab sie gesagt, naja, wissen Sie, manche Kinder haben das noch bis in die Pubertät rein und länger, dass sie nachts einpullern oder Windeln tragen müssen mit Autismus. Das ist doch jetzt nicht ungewöhnlich. Weißt schon, was Autismus ist, oder? Ich habe keine Ahnung, anscheinend nicht. Warum hast du ihn nicht mal gefragt? Dann sagen wir hier, haben Sie mal ein Merkblatt. Wie lange dauert das noch? Ey, wenn das nicht so schlimm wäre, was ist denn das für ein Arzt, ey? Oh Mann, ey. Na, wie lange sie noch einpullern? Haben die nichts gesagt? Was sollen die denn sagen? Ist das bescheuert? Wie Zukunft, das geht jetzt noch 3 Tage, 2 Stunden und 25 Minuten so und dann... Muss das aber endlich mal? Was ist das, Papi? Was hast du denn da? Das ist ein, hier, so ein Anschlag. Da kommt die Bremse ran. Bremse. Ich sag dir, das war wieder ein Erlebnis. Falls eine Bremse kaputt geht, kann ich dir dann helfen und eins geben? Ja. Yay. Hilfe. Sogar wenn meine Bremse kaputt geht. Ey, Lumi, du bleibst mal bitte für immer bei uns. Das ist ihr kuschelige Stahlwolle. Die kuschelige Stahlwolle. Das ist schön flauschig. Nicht kaputt. Und nicht in Richtung Augen oder so, ja, weil das sind ganz feine Metallspäne, die dann einfach kaputt gehen und in die Augen gehen vielleicht. Lass es mal liegen. Ist besser. Ist nicht gut. Wie lange geht das denn noch so, Frau Müller? Können Sie da mal? Sagen Sie doch mal bitte. Wie lange soll denn das jetzt noch so weitergehen? Ja, wenn ich das wüsste. Ja? Also, kann doch nicht sein, Sie kommen doch zu uns und wollen doch eine Windel von uns. Jetzt sagen Sie doch mal, wie lange brauchen Sie noch diese Windel? Also, ehrlich gesagt, sage ich den Termin ab, das ist mir zu bescheuert gewesen. Lumen, kannst du mir mal bitte eins sagen? Lumen, wie lange geht denn das jetzt noch so? Was denn? Sie hat schon gesagt, 10 Jahre. 10 Jahre? Vielleicht. Okay. Naja, siehst du. Da hat er seine Antwort jetzt, die kriegt er jetzt auch auf YouTube serviert, kann er sich angucken. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Das Gespräch lasse ich drin, ist mir egal jetzt. Was so ein bescheuerter Arzt, wa? So ein Assistenzarzt denn. Ich bin der Meinung, dann sollen sie einfach sagen, die haben keine Ahnung. Das ist doch wie mit dem W19-0217. Dann soll man auch einfach sagen, ich habe keine Ahnung davon.
Tut uns leid, den Auftrag können wir nicht annehmen. Nicht? Ah ja, wir nehmen den Auftrag an, machen kaputt und dann... Ja, 2,5 Stunden ohne Auftrag, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt geht nach oben und mach oben, arbeite oben ein bisschen was. Am Computer. Das kann ich mir sonst nicht leisten, alles. Schon wieder so ein Spaßvogel auf eBay. Kofferbruch. Total bekloppt, die Leute, ey. Wirklich. Die tschechische Renate. Kopf abbrechen. Wählen Sie einen Grund aus. Der Käufer hat um Abbruch des Kaufs gebeten. Ach, das gibt's auch, ja. Ja, das ist es eigentlich. Dann ist sie auf Kauf abbrechen. Da ist jetzt eine Nachricht bekommen. Wir senden Ihnen eine Gutschrift der Verkaufsposition und Sie können den Artikel jetzt wieder einstellen. Okay, dann machst du hier, zack. Den Artikel jetzt wieder einstellen. Ach so, komm. Lässt alles wie das. Und schreibst hier noch ganz fett rein. Bitte keine Spaßbieter. Die, oder? Schreibst du die? Genau. Kopierst du den Scheiß? Na, du weißt doch, wie das geht, da. Oder? Sind ja schon ein paar, die sich unbeliebt gemacht haben drin. Nein, nicht du. Einfach googeln und dann den Link anwählen. Und dann, wenn die hier nicht drin stehen, bist du auf einer falschen eBay-Seite. Die müssen drin stehen. Ne? Dann setzt du hier einfach das Ende hin, machst ein Komma, reinfügen. Wenn wir mit denen nie wieder zu tun haben. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf, ob die in 2 Jahren nochmal bietet oder so, dann wird sie sich dann, dann in 2 Jahren ist sie immer noch gesperrt. Die Liste ist ja schon von vor 5, 6 Jahren angefangen mal. Kalt, widerlich, unverständlich. Sag mal, wen willst du hier eigentlich beraten? Das ist die, da, den kann man nämlich ideal, also es gibt nichts Besseres an Qualität in der Verarbeitung als Gastrohzeug. Ja, das ist klar. Edelstahl vom Feinsten. Edelstahl vom Feinsten. Und ich meine, da wird noch richtig sauber gemacht. Das sind der ideale Küchenschrank voll. Voll flexibel einsetzbar. Cool. Mit Arbeitsfläche hier oben drauf. Also den Ding, trage ich nur gratis mit dazu. Ach so. Der erste Schrank davon. Ach so. Und aus dem Ding, weil es gratis mit dazu ist, brauche ich natürlich schon weg. Ja. Ich kann mir vorstellen, der bezahlt 15 Euro für den Geld. Das ist... Und ich dachte mir, besser befahren ist es schon, aber eher. Ja, besser als so, als geht ja nicht. Mann, was für ein Ätz, ey. Ja, das ist langweilig. Gut, ich habe ja noch ein paar Sachen zum Einstellen. Oben. Und auch hier unten, die ich schon fotografiert habe, die ich jetzt einfach mal rinkloppe. Wow. Ich habe die mit heißem Wasser gemacht. Das ist richtig, muss man ja eh machen. Ah, wenn die schon heiß bleibt. Die muss man mit heiß machen, warum? Weil das Fett dann gut abgeht. Und oh, Milch? Ich kann sowieso nur heiße Fassen machen. Und Milch, ist ja Fett. Ja. Auch. Das Ganze geschafft. Wobei, da muss ich noch das hier was mit fertig. Oh, ich habe vergessen, das Besteck zu machen. Das Besteck muss ich auf jeden Fall lassen. Ja, das muss man, das kannst du noch machen. Hier, musst du mit dem laufenden Wasser. Ja, aber erstmal machst du es so nass, wenn es besser geht. Komm her.
wieder was vergessen, Lumme. Oh Mama! Ja. Da war er jetzt zum zweiten Mal! Ja. So. Und ihr wisst, dass ich gerade putze. Ich bin so eine Putzmasse, ey. Jetzt gucken wir hier an. Ich gehe das alles ab. Tritt er ein bisschen. Und tu ein bisschen Gärtner. Das ist so schön. Und mit den Händen vermischen. So. Mal gucken, ob ich noch irgendwo ein richtiges Geschirr finde. Wenn ja, dann muss ich das machen. Wenn nein, dann nicht. Die letzte Sache noch. So, dann haben wir hier eine schöne Kiste. Gummibärner. Qualität aus Tradition. Was ist denn da drin, Wolfgang? Guck mal, was ist denn da drin, Wolfgang? Was ist denn da drin? Das riecht auch so gut. Ah, der Gummibärner. Ein Arrangement von Berner. Ist wie ein Geschenk für die Sinne. Liebevoll präsentiert. Herrlich. Finde gut. Zur schönen Installation, Wolfgang. Hast du doch schön gemacht. Der Gummibärner. Vielleicht sollte man so Piekser rein machen. Jetzt so portionieren und so kleine Piekser rein, so zum Probieren. Furchtbar. Ja, so liegt das hier rum denn. Schön. Schön. Danke. Danke für, dass ihr das vor den Laden eure Hunde kacken lasst und das nicht wegmacht. Das ist nett. So, habe ich das mal in eine passende Schachtel gepackt. Denn so macht das auch Sinn. Anders nicht.
Jetzt stell ich das mal, wo stell ich denn das hin? Wolfgang, willst du das? Nee, oben. Ich, ich schmeiß es weg, also gut. Ah, hier ist ja noch mehr Kacke. Oh. Jetzt machen wir einen großen Kacke-Sammelbehälter hier. Machen wir hier einen. Wie sagt man so schön? Castor-Behälter. Jetzt machen wir ernsthaft, Wolfgang. Ja, logisch. Muss doch weggemacht werden. Ich mach dir den Müll und dann ist gut. So eine Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Geht doch nicht. Kann man doch nicht machen. Mann, ey. Kloppt. Tradition aus Leidenschaft oder so. Ach du. Jetzt 18 Uhr. Jetzt der zweite Auftrag da, also. Oder halb sechse. Unglaublich. Der Tag heute ist wirklich schön. Ah, ah. Reifenwechsel zum nächsten. Also die täglichen Vlogs sind ja eine feine Sache, aber ey, wenn hier nichts los ist, dann ist das natürlich auch ätzend, weil hast du jeden Tag hast du so viel, dass du ja nicht weißt, 2 Stunden könntest du füllen und beim nächsten Mal umdrehen, schwupps, ist auf immer nichts mehr. Langeweile angesagt. Warum kaufen die so eine billige Räder mit so billigen Reifen? Also ich meine, warum? Warum tauschen sie nicht gleich den Reifen dann aus gegen den guten? Das ist jetzt schon mal getan. Hauptsache, Rad sieht gut aus beim Kauf. Jetzt kommt noch ein Schlauch hier rein. Jetzt ein neues Fahrrad, ein neuer Schlauch. Jetzt wird aufgepumpt, fertig ist der Lack. Zack. So, fertig. Schlauchmassage. Bitteschön. Fertig. Jetzt warten wir auf den anderen Kollegen mit dem Rennrad. Also, das ist ja noch ein Manko. Der Sattel. Das Rad ist nahe neu, ja eigentlich, hat er gesagt, das Rad ist total neu. Aber da hängen die Schrauben ab hier. Da sind so Schrauben drauf, die hängen ab. Kenne ich, das Problem. Das ist halt bei den billigen Rädern so, tatsächlich. Da kannst du nicht mehr machen hier. Hier, hängt er ab. Da. Jetzt kriegt man da eine Schraube aufgedreht, vernünftig. Jetzt muss ich eine Unterlagscheibe und eine Mutter darauf kriegen. Schraube nicht, sondern Mutter eben. Ne? So eine Sicherungsmutter, aber damit es nicht wieder runterfällt. Weil sie nämlich von vornherein machen sie keine Sicherungsmutter drauf. Da ist einfach nur irgendeine olle Mutter drin. Drauf. Ohne Sicherung. Ist doch klar, dass sie runterfällt. So ein Quatsch, ey. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch am Verzweifeln seid bei so einem Aufträgen oder so manchmal, wie man das macht. Vielleicht gibt es ja auch einen einfacheren Weg, als den ich jetzt hier mache. Also, ich nehme den hier.
als Führung. So, so, wir machen jetzt hier auf. Auf das Ding. Halten jetzt hier unten ran. Und dann müssen wir halt hier hochschieben. Zack. Jetzt haben wir das hier schon dran. Guck. Seht ihr? Ja, das könnt ihr gar nicht sehen so richtig. Ich weiß nicht, wie ich das bewege. Ich darf das nicht bewegen. Zack, so einfach hier. Zack, drauf geschoben. Habt ihr gesehen als Führung, wie ich das benutzt habe? Habt ihr gesehen? Sagt einfach ja. Habt ihr gesehen? So, jetzt muss ich einen 10er Schlüssel, hätte ich mir gleich mal in die Hand geben lassen sollen. Ah, so ein Kack. Hab ich vergessen. Jetzt nehme ich 10er Schlüssel und fange an zu drehen. So, seht ihr? Jetzt bin ich ganz happy, dass es ja fast beim ersten Mal gleich funktioniert hat. So, ne? Perfekt. So einfach ist es. Also auch heute konnte ich euch wieder einen Tipp zeigen, der ist ja auch ganz gut. Also wenn ihr so eine scheiß Schraube habt, so ein schmales Teil, das kriegt man hier gut durchgeführt. Ja, da die beiden Dinger schon drauf, dann unten ran hier halten an den Bolzen. An den Bolzen hier, wenn das der Bolzen ist, wo man draufschraubt, unten ran halten, alles hochschieben. Mit einer Zange unten drunter fixieren, das ist ja der wichtigste Moment. Dann unten drunter so ein bisschen hoch, so einfach nur hochdrücken, mit irgendwas anderem nochmal. So links und rechts davon hochdrücken, dann könnt ihr das wegnehmen und dann mit einem 13er oder eben in dem Fall war es ein 10er nur bei den neuen Dingern, aber bei diesen alten Sätteln oder so, zwischen die Schraube, könnt ihr dann schön drehen. Und wenn es dann gegriffen hat, habt ihr gewonnen. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt, alle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was wenigstens in dem Blog heute zeigen. Ich meine, jetzt wird ja nichts mehr passieren. Ich werde vielleicht noch die andere Reparatur machen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich dazu erst was bestellen. Ach, ist das ärgerlich. Das ärgert mich, dass ich den Reifen noch nicht da habe. Aber was soll's. Was soll's. Also, das Ding ist jetzt fertig. Macht es gut. Wir sehen uns. Vielleicht nachher nochmal. Schauen wir mal. Zack, weg. Feierabend. Toll, das jetzt auch. Ich weiß, was los ist. Was ist los? Welche Draht war das? Ja, genau. Das neue war das. Das neue, ja, was ich gerade repariert habe. Ich krieg die Krise. Alter, ich flippe aus. Oh, ich spring mal an. Dieses Ver... Billorad. Dieses Ver... Billorad. Dieser Ver... Billo. Mit dem Reifen drauf. Genau das, was wir gerade hatten, das Thema. Genau das passiert. Dieser verfickte Reifen, dieses verfickte Ding, Alter. Ich bin nicht alt, nee. Scheißliste. Doppelte Arbeit, Trophy-Zahl. Trophy-Schießen. Aber halt normal, die ganze Kacke. Das, ey. Ist doch doof. Mach doch so ein Billigreifen. Ja, ich weiß gar nicht, was da los ist, ja. Weißt du warum? Die Dinger sind nicht maßhaltig. Ja, aber es hat sich gut aus. Ah, 600 Euro. Ich bezahle 600 Euro, weil es ein Styling-Rad ist. Ein Styling-Produkt. Nützt der ganze Style nicht, wenn das ist. Durchgestylte Scheiße, habe ich euch vorhin auch gezeigt. Kann ich auch in
Papier in eine Packung packen, dann ist das auch Praline oder was. Mensch, da kannst du noch so rummachen. Durchgedreht, alle geguckt vorhin, ob es funktioniert oder nicht oder was oder wie. Was ist? Na, irgendwie denn wandert so raus. Ja, der Tommy hat einen Schlauchwechsel zu machen. Habe ich gerade laut geflucht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier ist nichts gestellt. Kann sowas passieren, aber. Ah ja, ist wahrscheinlich meine Schuld. Da habe ich nicht richtig geguckt. Nicht richtig geschaut. Deutsche Industrienum. Deutsche was? Bei D habe ich schon aufgehört zuzuhören. Wolfpunkt Valley. Wie normal, oder? Ich dachte nicht. Ich muss mich doch festdrehen, aber. Halt, dreh mich nicht so fest, ich bin eine Mutter. Hä? Mach dir so einen Mütter, darf man quälen? Valley! Ja, frei. Wenn er jetzt wieder rauswandert, dann wartet. Hat er die ganze Nacht über Zeit jetzt. Dann noch mal machen. Komm, einfach nochmal. Boom. Ja, wie auch immer. Halt gemacht. Jetzt bitte mal. Jetzt bin ich aufgeregt. Gute Nacht, sagen wir an euch alle. Wir sehen uns morgen mit einem hoffentlich erfolgreicheren Tag als diesen. Und nicht alt ernst nehmen, alt gut. Ja, also, ciao, euer Tommy.